Ja, dann begrüße ich Sie. Ich glaube, man kann mich hier drüber hören, auch wenn es nicht ganz notwendig ist. Ich bin ja eigentlich eher so was wie die Vorgruppe für Herrn Neuhaus, weil ich Ihnen jetzt so ein bisschen Theorie liefere oder so ein bisschen den Blick des Theoretikers auf dieses Phänomen des Social Reading biete. Und das ist jetzt so für 10 Uhr, ist das vielleicht ein bisschen harte Kost. Ich versuche es aber so ein bisschen lockerer oder gemütlicher zu erzählen. Ich habe dem Ganzen die Überschrift gegeben, dass wir, also es geht ja um Social Reading, dass wir uns eigentlich, und das ist mir ganz wichtig, nicht also mit Social Reading beschäftigen, sondern eigentlich müsste man es Hyper-Social Reading nennen. Und das liegt ganz einfach daran, wenn wir jetzt zum Ersten nachdenken über das, was denn überhaupt Lesen ist oder was soziales Lesen ist, dann muss man einfach feststellen, je länger man sich mit dem Lesen beschäftigt, dass Lesen immer schon sozial war. Das ist einfach eine optische Täuschung, weil wir so viele Bilder haben oder wir immer so Leute sehen, die nur einzeln vor Büchern sitzen und wir sehen Bilder und so, ne, dass die so diese Sachen so ganz isoliert wahrnehmen und es scheint immer so, als würden die das in ihrem eigenen Kopf verarbeiten. Es stimmt natürlich, also das Lesen zwingt dazu, sich die Sachen wie einzeln zuzuführen und einzeln darüber nachzudenken. Man kann aber die ganze Geschichte des Lesens auch schreiben als eine Geschichte des Versuches, all die Leseerfahrungen, die man macht, dauernd zu sozialisieren, also sie gar nicht im eigenen Kopf zu behalten, sondern sie weiterzugeben und mit anderen zu teilen. Die alte Idee, dass es so eine Art von Lesesucht gibt und dass sich die Leute immer weiter isolieren und dass sie nicht mehr miteinander sprechen, ist vielleicht eine Angst gewesen, die in der Zeit aufgekommen ist, als die Bücher eingeführt worden sind und man eben immer mehr Leute gesehen hat, dass die einzeln gelesen haben. Das ist parallel übrigens zu der Angst, die es auch eine ganze Zeit lang jetzt mit Computern gab oder mit Handys gab, wo immer gesagt wurde, die Leute isolieren sich, sitzen nur noch wie an ihren Dingern und die Jungs sitzen nur noch zu Hause an ihren Computern und kommunizieren nicht und es stimmt gar nicht. Wir haben es zu tun mit einer Kommunikationsrevolution. Man kann so ganz viele Sachen unterscheiden. Ich will nur mal darauf hinweisen, um das nochmal klar zu machen, was es alles gibt. Also, wie das Lesen seit jeher sozialisiert wird. Ich werde gleich dann nochmal drauf kommen. Also, es gibt natürlich sowas wie Gespräche, die man führt, also unmittelbare Gespräche. Ich habe das gelesen und das war, hast du auch gelesen? Ah, total interessant, lies doch mal. Kann so von einer ganz einfachen Empfehlung bis hin zu intensiveren Auseinandersetzungen über Lektüren gehen, wie man liest und was man liest und was man gelesen hat und wie man das zu verstehen hat und so weiter. Gibt dann natürlich auch Diskussionen, die in Gang gesetzt werden, an denen dann nicht nur zwei Personen teilnehmen, sondern auch mehrere Personen teilnehmen. Die ganze Geschichte des Lesens wird sozusagen wie begleitet von diesen Formen von Diskussionen und dem gemeinsamen Nachdenken darüber, was man macht. Es gibt den Brief, also in dem Moment, wo wir es zu tun haben mit der Buchrevolution in der frühen Neuzeit und in der Neuzeit haben wir dann auch die Briefrevolution, das heißt Wissenschaftler fangen an, sich über ihre ganzen Lektüren, die sie haben, auszutauschen und sich Briefe darüber zu schreiben und die durch ganz Europa zu schicken. Es gibt so große Wissensnetzwerke, die entstehen in diesem Moment, wo eben dauernd über Bücher und über Lektüre gesprochen wird. So, und dann gibt es natürlich diese ganzen Sachen, die sowieso an Texten stattfinden. Manchmal, wenn Sie in Bibliotheken sind, und Sie machen so bestimmte Bücher auf, dann sehen Sie so, dass Leute so Sachen angestrichen haben oder so Seitenanmerkungen gemacht haben. Vielleicht schreiben Sie was dazu für den nächsten Bibliotheksleser und kommentieren das. Und das gibt es natürlich auch als eine Form wissenschaftlicher Auseinandersetzung, dass man wie an den Rand von Texten was dran schreibt, um eben zu sagen, ah, das habe ich, das ist mir aufgefallen, das habe ich gemerkt, achte doch bitte auch mal drauf. Und dann gibt es natürlich diese Sachen, wie so, also was jetzt hier Kritik heißt, Literaturkritik kennen wir, ist eine klassische Auseinandersetzung mit dem, was Lektüreerfahrungen sind, entsteht auch ganz stark im 18. Jahrhundert und revolutioniert all das, was die Kommunikation über Literatur ist. Es gibt verschiedene Interpretationen, die dann so weit gehen, dass sie dann auch irgendwann die Schule erreichen und die Lehrer erreichen und weitergegeben werden an die Schüler, die dann auch interpretieren müssen und auch Texte auslegen müssen. Auch darüber sprechen. Es gibt den Essay, es gibt monographische Abhandlungen, je genauer Sie hingucken, also umso vielfältiger wird das. Und es gibt einen alten Begriff für diese Form des sozialen Lesens. Und das ist das, was literarische Öffentlichkeit genannt wird. Literarische Öffentlichkeit ist diese Verständigung über Texte, die man halt pflegt oder organisiert und die man dann eben Social Reading nennen kann. Social Reading heißt in und mit und für eine literarische Öffentlichkeit zu lesen. Ich will das nur nochmal sagen, also ne, um das klar zu machen, dass das sozusagen wie diese soziale Form, auch von der wir jetzt sprechen, eigentlich erstmal gar nicht so
überraschend ist. Und würde jetzt eben den Schritt gehen, das ist der Punkt, von dem ich dann immer sage, ich würde so eigentlich so ungern von Social Reading sprechen, sondern ich würde eigentlich Hyper Social Reading sagen, weil es das trifft, was jetzt eigentlich passiert und uns auch viel eher auf die Probleme aufmacht oder auf, aufmerksam macht oder auf die Möglichkeiten, die mit dieser Form des Lesens zusammenhängen. Denn ein wesentliches Merkmal dieser alten literarischen Öffentlichkeit, von der ich eben gesprochen habe, also Brief und Gespräch und Abhandlung und Literaturkritik und so weiter, ist, dass die einzelnen Kommunikationshandlungen, nenne ich es jetzt mal, also ne, wenn man irgendwas sagt, darüber spricht oder aufschreibt oder druckt oder wie auch immer, über Bücher, dass die entweder äußerst flüchtig sind, also zwei unterhalten sich über ein Buch und sprechen miteinander und das findet sozusagen nur in dem Moment statt und ist weg. Ja. Auch Briefe sind noch relativ flüchtig, weil sie eben so einmal aufgeschrieben werden, das ist, wird ja nicht viel verteilt und dann geht es weg und dann liest es einer und Briefe ist das Erste, was dann verschwindet. Also es ist unglaublich flüchtig. Oder sie sind räumlich und zeitlich ziemlich weit voneinander getrennt. Ein ganz wesentliches Merkmal dieser alten Kommunikation in der literarischen Öffentlichkeit ist, ich schreibe an einem Buch und bis ich fertig geschrieben habe, vergehen wahrscheinlich 2 Jahre. Dann geht das Ganze ins Lektorat und dann wird das irgendwie wieder angeguckt, dann wird es gedruckt, wahrscheinlich wird es so nach 3, 4 Jahren gedruckt. Und wenn es gedruckt ist und rausgeht und dann kommen die ersten Kritiken vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später. Und es kann sein, dass dann bestimmte Kritiken darüber in Umlauf kommen und gelesen werden von jemandem, der jetzt darauf antwortet. Also etwa auch in der Zeitung, manchmal gibt es so Literaturdebatten, klassische Form der literarischen Öffentlichkeit. Dauert dann nochmal Wochen. Das kann sich so über Wochen hinziehen. Aber diese ganzen Dokumente, die dabei entstehen, sind ziemlich weit voneinander entfernt. Die liegen nicht zusammen. Und deswegen entsteht, ne, also entweder wenn das flüchtig ist, verschwindet sowieso. Und bei dem anderen entsteht aber sozusagen in jeder Form literarischer Kommunikation so ein Bedürfnis an Zeit, dass man unglaublich viel Zeit hat. Also zwischendurch die Sachen wieder zu lesen und sich anzugucken, ja, um dann das nächste wahrzunehmen. Wenn Sie eine Abhandlung schreiben über ein Buch, das irgendwann erschienen ist, können Sie die Jahre hinten dranhängen. Bis bestimmte Interpretationen die Schule erreichen und in der Schule dann Sachen interpretieren, können Sie noch ein paar Jahre dranhängen. Ja, das sedimentiert sich, das ist unglaublich viel Zeit. Diese Form der literarischen Öffentlichkeit basiert also im Wesentlichen darauf, dass man so viel Zeit hat. Und das ist jetzt das Wesentliche. Wenn ich jetzt sagen würde, wir haben Social Reading, kennen wir, aber es ist eben weit gedehnt, ja, und entspannt im Grunde genommen. Manchmal geht es ein bisschen schneller, was so Debatten betrifft oder so, aber eigentlich geht es total langsam. Ganz, ganz, ganz gemütliche Angelegenheit. Und das ändert sich in der Netzkultur. Man könnte die Probleme der Netzkultur wie rekonstruieren oder rekapitulieren wie unter dem Begriff der Rückkopplungsgesellschaft. Dass wir es zu tun haben mit unglaublich schnellen Möglichkeiten von Rückkopplung. Und damit im Moment zurechtkommen müssen. Dass uns alles total schnell erreicht. Und dass wir auf alles total schnell antworten müssen oder sollen oder wollen oder wie auch immer. Ja, alles ist sozusagen sofort total dicht an uns dran. Und das betrifft natürlich auch diese Formen, von denen wir jetzt sprechen, das Lesen. Das ist, wir haben diese ganzen Zeiträume, in denen vorher operiert wurde, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Denn die wesentlichen Merkmale der literarischen Öffentlichkeit, der Netzkultur, sind, da sage ich es wieder ein bisschen technisch, alle Kommunikationshandlungen können jetzt, und das war vorher nie so, das hat unglaublich lange gedauert, können sichtbar um Texte herum angelagert werden. Sie haben das manchmal, gibt es so kritische Ausgaben von Texten, von klassischen Texten, ne, also in kommentierten Ausgaben. Da haben Sie dann manchmal hinten im Kommentarteil haben Sie so Ausschnitte aus Briefen, die darüber geschrieben worden sind und Literaturkritiken, ja, also alles das, also wo das so genannt wurde, das ist hinten gedruckt. Aber überlegen Sie mal, wie lange das dauert, bis so eine historisch-kritische Ausgabe draußen ist. Die auch nur die wesentlichen Texte sammelt, weil sie sich ja auf das Wesentliche konzentrieren muss und nicht solche Riesenbände hergestellt werden können. So, und jetzt haben wir es plötzlich mit Medien zu tun, die das, deswegen Rückkopplung, die das wie unmittelbar und wie fast in Echtzeit wie integrieren können und präsentieren können. Und sie können auch in dem Moment, wo man es integriert und präsentiert, kann man Leute im selben Programm dazu auffordern, weitere Kommunikationshandlungen vorzunehmen, technisch gesagt, also Sachen zu schreiben, reinzuschreiben. Wenn das vorher jemand gemacht hat, dauerte es wieder Wochen, oder Leserbrief schreiben oder wie auch immer, bis das gedruckt wurde, jetzt haben Sie es eben unmittelbar. Das führt dazu, dass wenn Sie auf so Bildschirme gucken, ganz anders als in der, wie sag mal, wie in der Druckkultur, sich die Idee des Textes verändert, auf eine ganz eigenartige Weise. Der Buchdruck hat
ich würde immer sagen, notwendigerweise, weil er eben so funktioniert, immer diese Idee von, wir müssen so abgeschlossene Sachen herstellen. Was gedruckt ist, ist gedruckt, bis wir das wieder drucken können und bis wir das wieder verbessern können und bis wir das wieder kommentieren können. Das dauert eben. Deswegen hat die Buchkultur neigt dazu, sowas wie alles, was gedruckt wird, wie so letzte Worte, ne? Oder so vorläufig letzte Worte. Das ist in der Netzkultur völlig anders. Jeder Text, den Sie haben, der auf Bildschirm erscheint, erscheint nur noch als eine Art Zwischenstufe. Auf dem Weg irgendwo hin, der kommt irgendwo her, da sitzen Leute dran und arbeiten oder schreiben dazu was und dann machen sie ihn zu und sie wissen nicht, ob der Text, ne, wenn sie ihn das nächste Mal wieder aufmachen, noch derselbe Text ist, den sie eben gelesen haben. Oder ob er nicht erweitert worden ist, wie so um bestimmte Kommentare oder wie auch immer. Und damit lösen sich, und auch das ist ein ganz eigenartiges Phänomen, was man weder fasziniert wahrnehmen muss, noch apokalyptisch wahrnehmen muss, aber nur sehen muss, dass es passiert, dass sozusagen wie, wenn Texte nur noch Zwischenstände sind und immer so Sachen noch eingespeist werden dazu und wie so Sachen kommentiert werden oder Sachen drumgestellt werden und in Echtzeit vor allen Dingen, dann lösen sich die klaren Konturen der Autor- und Leserfunktion auf. Früher war das relativ, also weil auch so viel Zeit war, relativ klar verteilt. Ja, es gab einen, der hat es geschrieben, dann wurde es gedruckt, dann wurde das rausgeschickt und dann gab es Leser. Und bis der Leser sich wieder in ein Auto verwandelt hat, dauerte es wieder. Ja, also man konnte das, heißt nicht, dass das früher nicht auch, ne, sich, also dass man nicht wechseln konnte zwischen Leserschaft und Autorschaft, aber in diesem Fall ist es so, dass es relativ schnell geht. Ich kann lesen und ich kann eingreifen. Und damit haben wir was, und das ist, was ich als paradigmatisch sehen würde für das, was im Moment passiert und was uns so eigenartige Schwierigkeiten macht. Wenn es nämlich so ist, dass wir es immer mit Texten zu tun haben, die sich bewegen, und wenn wir es dauernd mit Texten zu tun haben, um die herum so viel Bewegung entsteht, weil, ne, und zwar in Echtzeit, weil die Sachen, weil die Leute dauernd was eintragen und dran schreiben und erweitern und so weiter, dann hat man es mit dem zu tun, was ich jetzt mal so ein bisschen steil mit dem Wechsel von Deep Attention zu Hyper Attention genannt habe. Die ganze alte Buchkultur ist, weil sie auch so langsam ist, ich sage das nicht, ne, das ist kein Vorwurf, hat ja auch Vorteile, aber weil sie so extrem langsam ist, ist sie wie auf Deep Attention verpflichtet. Man dringt so in Texte rein, man hat ja Zeit. Ja? Also man liest Texte und dann versucht man so in den Sinn der Texte aufzunehmen und intensiv zu lesen und in die Texte rein und guckt, ne, was hat der Autor gesagt oder was ist drin versteckt, was könnte man aus den Zeichen herauslesen und so weiter. Man bringt im Grunde genommen rund um die Buchkultur, also ne, und rund um das Buch herum sind einfach sozusagen ganz viele, und das ist bei Ihnen in der Schule auch so, weil das, was Sie trainieren, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was muss man den Kindern irgendwie wie so beibringen, dass die lesen, dann sagen die, müssen sich konzentrieren können. Die lesen keine Bücher, die gehen nicht so tief in diese Bücher rein. Die bleiben nicht bei der Sache, ja, das ist so, ne, die gehen so und konzentrieren sich nicht drauf, meditieren nicht, sondern die sind ne, immer so, sofort was anderes. Das ist Hyper-Attention. Hyperattention ist eher so ein Radarsystem, in dem ich jetzt wie dauernd bin und mich nicht wie tief auf eine Sache konzentriere, sondern ich achte auf eine Sache und gucke, was passiert eigentlich um diese Sache drumherum. Und das können also Leute, die in Hyperattention geübt sind, total gut, total gut. Wovon Leute, die auf Deep Attention verpflichtet sind, sofort überfordert sind, ne? Weil sie so, passiert zu viel, da werden die verrückt. Leute mit Hyper-Attention-Kompetenzen können so auf Sachen gucken und interessieren sich eben jetzt nicht für die Tiefe, sondern auf das, was eben sozusagen wie in diesem dynamischen Netzwerk wie drumherum passiert. Das glaube ich, betrifft jetzt nicht nur das Lesen, sondern das betrifft eine ganz allgemeine Einstellung. Fast eine Frage der Lebenskunst, von der ich glaube, dass wir alle nicht mehr so deep sind oder nicht mehr die Vorstellung von dem entwickeln, dass wir so deep sein müssen. Tiefe und Oberflächlichkeit hat er in der alten Buchkultur, ne? Also eine klar wertende Ausrichtung. Hier, ne, wechseln wir sozusagen wie auf die Oberfläche, ja, und verlassen das Tiefe in Beziehungen, ja, aber also sozusagen in persönlichen Beziehungen, in Medienbeziehungen und so weiter, und werden eher sowas wie Radarsysteme. Wenn ich Ihnen erkläre, also jetzt, was der Wechsel vom Social Reading zum Hyper Social Reading ist, dann würde ich genau das sagen, dass wir es mit einem Unterschied zu tun. Alte Form der literarischen Öffentlichkeit ist auf Deepness, also weil sie Zeit hat, auf Deepness angelegt. Diese Form der literarischen Öffentlichkeit, mit der wir jetzt zu tun haben und dann manchmal gar nicht verstehen, was da passiert, ist eben auf Hyper Attention angelegt. Ganz anderes. Ne?
Und von da aus kann man ableiten, im Grunde genommen, was man sozusagen die Vorsicht hat, wenn man über Hypersocial Reading spricht oder was man mit solchen Projekten macht. Ich glaube persönlich, wer immer die Idee hat, wir machen das, was also das Hypersocial Reading ist, um die Kinder oder wen auch immer zum guten Buch zurückzuführen, ja, dass die mal wieder lesen sollen. Also wir wollen die mal wieder so für die Klassiker interessieren, ne? So, dass die sich dann auch mal zu Hause hinsetzen und ein Buch lesen, das ist nicht so. Weil es im Grunde auch völlig anderen Kompetenzen aufsetzt. Es ist nicht so, dass Hypersocial Reading zurückführt in die alte Buchkultur, sondern es lernt einem eher Kompetenzen mit Medien umzugehen, eben auf der anderen Seite, die nichts mehr mit Büchern zu tun haben. Ich würde eher sagen, dass man sowas ausbildet wie Hyper-Attention-Kompetenzen. Wer immer es versucht, über Hypersocial Reading eben Kinder oder Jugendliche oder wie auch immer, meinetwegen auch Studenten, ist ja dasselbe Problem, ne? Hört ja nicht auf. Professoren auch. Hört bei uns auch auf. Ne? Also sozusagen wie zurückzubringen mit solchen Sachen, scheitert oder kann im Grunde genommen nur enttäuscht werden. Oder man muss sich, ne, das ist sozusagen wie eine sehr, sehr interessante Strategie überlegen, wie das passiert. Einfach nur zu sagen, ey, kommt, lasst uns schreiben im Netz und lasst uns das kommentieren und so weiter, hilft im Grunde genommen erstmal nichts. Ich habe mal so von da aus, wenn wir so sagen, im Grunde genommen gibt es diesen Wechsel, geht nicht mehr um so Deep Attention, geht um Hyper Attention. Und es geht darum, dass wir jetzt plötzlich dauernd mit Texten zu tun haben, die sich in sich bewegen und um die herum sich bewegt wird. Und im Grunde genommen interessieren wir uns vor allen Dingen zunehmend für diese Bewegung drumherum. Dann würde ich jetzt sagen, Hypersocial Reading Projekte müssen sich immer Gedanken darüber machen, wie sie diese Form der Dynamik des Drumherum organisieren. Das ist die Aufgabe, wann immer Sie das planen oder so, ja, müssen Sie sich einfach fragen, was ist die Architektur dieser Kommunikationshandlungen, die außenrum? Wer darf wann wo drüber schreiben? Wie offen ist das? Darf man Sachen von außen rantragen oder nicht? Stellen Sie sich so ganz einfache Fragen. Und ich habe so ein paar Modelle, die werden Sie jetzt sehen, das sind so ganz, also 5 Modelle will ich Ihnen nur mal vorstellen, um Ihnen klarzumachen, dass Hypersocial Reading eben dann auch nicht eine Form ist, sondern dass es verschiedene Formen gibt. Und das Modell A, was ich Ihnen jetzt zeige, das sieht ein bisschen, ist völlig, ich mache gerade eine Vorlesung über Dilettantismus, da passt das rein. Da haben Sie solche kleinen, so handgezeichneten Grafiken, aber ich erkläre Ihnen das. Also sozusagen das erste Modell wäre das, was man das, also ich rede jetzt immer so von Hypersocial Reading, Möglichkeiten, wäre das, was ich so hier jetzt kritische Ausgabe genannt habe. Sie sehen hier, wenn man hier drauf drückt, macht man hier so einen Punkt? Nee. Was ist das? Was? Achso, deswegen geht das nicht, Sie kennen sich aus, ja. Okay, also Sie haben sozusagen wie jetzt einfach, wie habe ich so hier aufgezeigt, im Mittelpunkt den Text. Sie haben außenrum Leute, die jetzt, ne, also wie sozusagen, ja, wie, also Leute, die das lesen. Und die schreiben jetzt in Bezug auf den Text, schreiben die wie so kleine Texte oder Kommentare. Kritische Ausgabe habe ich das deswegen genannt, weil es ein klassisches Format ist für das, was eben Wissenschaftler machen. Wenn sie wie Texte in die Mitte legen und man macht eine historisch-kritische Ausgabe, dann geht es ja immer darum, Anmerkungen in den Text reinzulegen und Anmerkungen zu formulieren. Ja, und jede Anmerkung oder im Apparat hinten können Sie wie so als so kleinen Text verstehen. Das ist mittlerweile so, dass in den Wissenschaften das sich durchsetzt. Niemand mehr, der noch heute eine Ausgabe herausgibt von irgendwas, macht das wie auf Papier und per Brief, ist ja klar. Sondern das sind meistens Dokumente, auf die mehrere Leute Zugriff haben. Hypersocial Reading, also alle lesen das gleichzeitig und alle lesen dann auch die kleinen Texte oder die Kommentare, die dann geschrieben worden sind. Das ist die disziplinierteste Form des Hypersocial Reading. Ein Text tut man in die Mitte, gruppiert Leute drumherum und lässt die jetzt das kommentieren oder annotieren. Vorteil ist, dass man in diesen Fällen wirklich sehr konzentriert am Text bleibt. Ja, und also wenn man einen Moderator hat, der das Ganze auch wie klar ordnet, können Sie dafür sorgen, dass das immer nur sozusagen sowas wie eine unmittelbare Anreicherung oder Kommentierung ist. Problem ist auf der anderen Seite, wann immer man solche Projekte macht, es ist halt für die Leute dann so ein bisschen wie so, ne, es ist halt Dienst am Text. Dienst am Text. Ist nicht ganz so hypersocial, ne, sondern versucht im Grunde genommen die Leute so ein bisschen zu disziplinieren und so, dass die da bleiben. Das zweite ist, was ich jetzt Seminar- oder Lesezirkel genannt habe. Das ist jetzt die Vorstellung, wir haben wieder einen Text in der Mitte, wir können ja einen Text lesen. Seminar-Lesezirkel heißt, es gibt jetzt viele verschiedene Leute, die um so Texte rumsitzen, gibt es ja auch ganz real, treffen uns zu Hause und lesen Text gemeinsam, tauschen uns darüber aus und schreiben jetzt jeder für uns oder jeder für sich, schreibt, ne, so bei der Lektüre, Tagebuch oder wie auch immer, wie so kleine Anmerkungen, die eher an mir dran sind als an dem Text.
Es gibt ja die Möglichkeit, wir machen ein Hyper-Social-Projekt, wir lesen zusammen einen Text und dann liest jeder den Text und macht für sich so, ne, für bestimmte Seiten, für bestimmte Themen, für bestimmte Sachen, die ne, also mit einem passiert sind oder wie auch immer, fertigt man so kleine einzelne Dokumente an. Und jetzt aber stellt man diese Dokumente den anderen zur Verfügung, dass die das auch sehen können. Ah, das ist meine Leseerfahrung. Na, guck mal, auf dieser Seite, ah, das finde ich total, weil ich habe auch, ne, wie in meiner Kindheit, ich kenne genau dieses Problem, das der Held hier hat oder wie auch immer. Ne? Oder das bringt mich auf eine bestimmte Idee oder so. Ne? Und das können alle anderen sehen. Also alles, was ich schreibe, können alle anderen sehen. Kann man etwas verzögert machen, indem man wie so kleine Dokumente hat, die so, ne, wie so abgerufen werden können über so personalisierte Seiten. Man kann es aber auch als Chat machen, ja, wo die Leute direkt plötzlich sind und sich unmittelbar darüber wie auseinandersetzen können. Und das, was jetzt passiert, ne, also sehen Sie so ein bisschen wie in dieser dilettantischen Grafik, aber die Idee ist, dass jetzt sozusagen, ne, das wechselt, Lesekreise immer, Seminare ganz oft, ja, die gehen vom Text weg und jetzt organisiert sich eine Kommunikation drumherum. Und alle sagen, die mal an sowas teilgenommen haben, es ist ganz toll, weil wir, ne, also sozusagen, weil dieses Außenrum so toll war. Der Vorteil davon ist, dass Sie immer diese Form dieser unmittelbaren Kommunikationserfahrung haben. Wir unterhalten uns gemeinsam darüber, wie wir Texte lesen. Schwierig ist ein bisschen immer, wenn man jetzt über Nachteile nachdenkt bei diesem Modell, dass das sehr schnell wie vom Text weiter wegrutschen kann. Ne? Da geht es, das hat so, wie so Seminare kennen Sie auch, sitzen da, macht so zwei Runden, dann spricht keiner mehr über das Thema, über das man sprechen wollte, es geht so immer weiter weg. Ne? Wenn Sie niemanden haben, der das moderiert und die Leute wieder zur Ordnung ruft, dann geht das wie sozusagen ziemlich schnell auseinander. Aber das ist die Möglichkeit zu sagen, jeder macht sich eigene Texte und zeigt das den anderen und wir setzen uns eigentlich über die Form dieser bestimmten Leseerfahrung, die wir haben, auseinander. Das dritte Modell habe ich vernetzendes Lesen genannt und das ist jetzt diese beiden Modelle, die ich Ihnen eben gezeigt habe, da steht der Text stark wie im Mittelpunkt, weil man immer noch wie im Lesezirkel, wie sich darauf konzentriert. Und das wie kommentiert, sehen Sie jetzt hier noch in der Mitte. Sie können jetzt aber auch die Möglichkeit geben, für alle, die teilnehmen, Sachen zu nehmen, die außerhalb liegen, die Sie auch gar nicht selbst produziert haben. YouTube-Videos zum Beispiel. Wir können ja jetzt jemandem die Möglichkeit geben zu sagen, ah, wir lesen Text. Jeder bringt so seine eigene Leseerfahrung ein, das ist so die unmittelbare Interpretation. Aber jetzt erlaube ich auch, dass man Links nach draußen legen kann. Ja? Ah, da fällt mir ein, es gibt ein tolles YouTube-Video über Katzen. Hier wird was über Katzen gesagt. Na, hier, so, Grumpy Cat. Na, so. Dann, na, und dann haben Sie sozusagen wie diese Verbindung nach draußen und jetzt merken Sie plötzlich, wie diese Konzentration natürlich auch auf den einzelnen Text wie nachlässt. Und Sie haben zwei Sachen. Es gibt nicht nur die unmittelbare Leseerfahrung, die Sie mit dem Text haben, sondern Sie integrieren jetzt auch eine bestimmte Form von Netzerfahrung, die die Leute haben, weil die eben sagen, ah, es gibt Sachen, ne, die es schon gibt im Netz und die dort kursieren und die ich gerne jetzt plötzlich mit diesem Text verbinden würde. Das ist deswegen ganz interessant, also diese Form des erweiternden Lesens oder des anreichernden Lesens, weil sie eben deutlich macht, dass die Texte, mit denen man zu tun hat, nicht isolierte Texte sind, auf die man sich konzentriert, sondern dass die immer so in größeren Kulturnetzwerken eben bestehen, wo im Grunde man es eher mit Assoziationen zu tun hat. Das ist ein anderes Textverständnis. Es ist nicht mehr Dienst am Text, sondern es ist ein Versuch, einen Text aufzustricken, ja, oder wie so Maschen hochzunehmen und dann wie andere Verbindungen zu schaffen und ihn wie einzubauen eben in ein größeres wie kulturelles Text, ne, oder Bildnetzwerk oder wie auch immer. Ganz interessant, wenn Sie das Kindern, ne, oder Jugendlichen oder wie auch immer beibringen wollen, das ist ein richtiges Bewusstsein davon, dass Texte nicht isoliert sind, sondern dass Texte auf was verweisen. Intertextualität ist der alte Begriff dafür. Intertextualität geht immer nur davon aus, dass das schon im Text drin ist. Können aber natürlich auch sozusagen wie dem Bewusstsein davon vermitteln, dass nicht immer alles schon im Text drin ist, sondern dass jeder Text in seiner Zeit wieder neu ausgelegt werden muss und neu verbunden werden muss mit den Sachen, die ohnehin in der Kultur kursieren. Nachteil, da ist Ihnen völlig klar, was jetzt passiert, es geht noch weiter vom Text weg. Der Text interessiert immer weniger. Der Text interessiert nur noch als einen Knotenpunkt innerhalb eines Netzwerkes. Das ist ein bestimmtes Kulturverständnis von Text. Wenn man das aber nicht will, merkt man, dass einem diese Sachen wie sofort aus der Hand rutschen, ne? Und wie so in so andere Richtungen geht. Modell D habe ich, das vierte Modell, wie Schreiblesen genannt. Sie sehen jetzt hier auch so dilettantisch wie so ein bisschen kleines
durcheinander, ganz viele, ne, die sich aufeinander beziehen und diese ganzen Kommunikation und so weiter. Aber Ziel des Ganzen ist, dass eigene Texte geschrieben werden. Im Moment haben wir es ja, ne, alles, was ich Ihnen vorgestellt habe, sind das Hyper-Social Reading-Projekte, die sehr stark am Text orientiert sind, im Sinne von, das soll gelesen werden. Sie können natürlich aber auch, und das findet ganz oft statt, gerade bei Hyper-Social Reading-Projekten, dass Sie sagen, es geht nicht nur darum, so kleine Kommentartexte zu verfassen, sondern schreibt den Text doch weiter. Oder schreibt doch einen eigenen Text. Ja? Schreibt doch eine Kurzgeschichte. Oder schreibt diese Kurzgeschichte weiter oder wie auch immer. Das klingt irgendwie wie so ein bisschen, ne, so nach Creative Writing Workshop, ne, den man, so, man denkt so, ah ja, ist ganz interessant. Gehen Sie mal ins Netz und geben Sie mal Hyperfiction ein. Sind Sie vielleicht auch schon mal wie drauf gestoßen. Das sind Millionen von Seiten. Ja? Zehntausende, Hunderttausende Leute, die so Harry Potter weiterschreiben. Es gibt so richtige riesige Universen von, ne, wo man sagt, es gibt so einen Harry Potter Text, gibt es in der Mitte, der taucht gar nicht mehr auf, kennen sowieso alle, dürfen sie auch nicht im Netz, ne, irgendwie veröffentlichen, ist auch egal. Ist auch egal, weil ich gehe nämlich rein und dann werde ich sozusagen wie bestimmte, kommt immer auf die Altersklasse an, also um was es dann geht, ob es abenteuerlicher wird, ob es fantastischer wird, ob es sexualisiert wird oder wie auch immer, oder ob es völlig grotesk wird. Aber es gibt immer sozusagen die Idee, man nimmt so einen Ast aus der Geschichte und entwickelt den einfach weiter, auf eine ganz eigene Art und Weise. Und diese Leute, die dann diese Texte schreiben und dann wieder ins Netz einspeisen und das dann wieder publizieren, sind Berühmtheiten einfach. Also das ist eine richtig spezifische Kompetenz, die sich entwickelt im Netz, die Texte nicht mehr die Texte sein zu lassen, sondern sie weiterzuentwickeln. Mittlerweile gibt es auch Versuche, dass bestimmte, also bei Drehbuchentwicklung das gemacht wird. Ne? Man gibt das so rein und lässt so Leute weiterschreiben und guckt so, was sich so entwickelt. Es gibt Leute, die mittlerweile Buchverträge bekommen, also von denen diese Texte dann wieder zurückgespeist werden. Also ich will nur sagen, das sind jetzt keine Modelle, die aufeinander aufbauen. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, mit diesem Hyper-Social Reading umzugehen. Und hier wäre die Idee, man lässt die Leute eigene Texte schreiben und da ist nicht nur Lesekompetenz, sondern Schreibkompetenz und sie sollen sich weiterentwickeln. Was das heißt, also Vorteil ist natürlich Vorteil in dem Sinne, dass sie, diese Kompetenz entwickelt wird. Nachteil ist natürlich, ist klar, dass man im Grunde genommen von diesen Dokumenten immer weiter weggeht und im Endeffekt nur noch dabei ist, eigene Sachen zu schreiben. Wenn Sie es darauf anlegen und sagen, naja, es ist uns wichtig, dass die Kinder mal wieder, ne, oder die Jugendlichen einfach mal eigene Sachen machen und aus den Sachen entwickeln, die bereits da sind, dann ist das eine ideale Formation. So, Modell E habe ich hypersoziales Schreiblesen genannt. Wahrscheinlich kommt jetzt was ganz Wildes, oder? Oh, geht. Ah, ich habe das wegradiert. Hier. Ich radiere den Text in der Mitte weg und ersetze den sozusagen durch und sage jetzt, es gibt gar keinen Text mehr in der Mitte. Also auf den wir uns beziehen. Es geht gar nicht um Harry Potter. Geht auch nicht um Schillers Glocke. Ne? Geht auch nicht um Kafkas Verwandlung. Ja, so. Ja, geht nicht um bestimmtes Dokument. Und es geht darum, dass dauernd irgendwelche kleinen Sachen eingespeist werden und dass darauf reagiert wird. Und das haben wir natürlich, das ist die klassische Situation bei Facebook und Twitter. Facebook und Twitter ist ja hypersoziales, ne? Lesen und Schreiben die ganze Zeit. Das können die ja. Also wir müssen ja nicht glauben, dass jetzt wir kommen und denen mal irgendwie sagen, hey, ne, macht mal mehr, wir können hier so einen Text einspeisen, macht doch mal mit. Das machen die ganze Zeit. Die haben extreme Kompetenzen. Ja, davon, dass irgendjemand einen Film reinstellt oder verlinkt auf irgendeinen Kommentar oder wie auch immer und schon sitzen da, ne, viele Leute dran und fangen an zu kommentieren. Das basiert im Wesentlichen genau darauf, dass die das machen. Und zwar auf so eine radikale Weise, dass sie nur eben keinen einzelnen Text mehr in der Mitte haben, sondern dass es wie so eine scheinbar frei organisierte Kommunikation ist. Das ist die radikalste Form, aber da entwickeln die ihre eigentlichen Kompetenzen. Wann immer sie denen kommen mit Hyper-Social Reading-Projekten, müssen sie immer in Rechnung stellen, dass sie das längst können. Dass es unter Umständen sein kann, dass sie ihnen die langweiligere Version bieten, weil sie die dauernd zwingen, sich auf den Text zu konzentrieren oder wie auch immer. Aber sie müssen sozusagen wie aus einer bestimmten Perspektive das als eine Form von Kompetenz wahrnehmen, dass die das können. Die können, also oder Leute, die bei Facebook sind oder bei Twitter sind, Twitter ist ja bei Jugendlichen nicht so verbreitet in Deutschland, aber auch Instagram oder wie auch immer, ja, also die, es ist sozusagen, die gucken sich dauernd gemeinsam zusammen Texte, Textstücke an oder Filme.
oder Artikel oder wie auch immer und kommentieren das. Und die haben eine hohe, das können die ganz schnell sehen und kontextualisieren und dekontextualisieren, indem sie es rausnehmen und rekontextualisieren, indem sie es neue Kontexte reinstellen. Ja, oder eben Texte drumherum stehen. Das Bewusstsein haben die. Ich glaube eher, dass wir in dem Sinne von denen viel lernen können oder lernen müssen, wenn wir das machen. Wer immer das macht, Hypersocial Reading Projekte, sollte unbedingt selbst erstmal solche Kompetenzen entwickelt haben in diesen Bereichen, statt immer nur zu sagen, oh, es ist Zeitverschwendung oder was weiß ich. Ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Aus der Perspektive der Deepness, ja, ist ja klar, ne? Also der von der Kultur, die auf Tiefe angelegt ist, ist es völlig verrückt, was da gemacht wird. Das kann man gar nicht verstehen bei Facebook und Twitter. Ist ja klar. Das Einzige, wie das läuft, ist sozusagen Hyperattention. Ja, die entwickeln dauernd Kompetenz in Hyperattention. Wenn man so aus der Buchkultur kommt, versteht man das nicht und hält das für Zeitverschwendung, für total oberflächlich, für irre. Ja? Also, dass die so Stunden da verbringen, was machen die, schreiben da und so weiter. Wir nehmen das nicht mal als Schreiben wahr. Ist falsch. Ist falsch. Man muss zumindest diesen Wechsel mitnehmen und zumindest sozusagen sich das mal angucken und das als eine Form von Kompetenz wahrnehmen, statt immer das sozusagen aus der alten Perspektive wie runterzudrücken und zu sagen, ihr könnt das ja gar nicht. Okay, daraus gibt es jetzt sozusagen wie bestimmte Hinweise für Projekte und wir werden jetzt noch viel mehr hören, ne? Ich bin ja nur Vorgruppe, also wo Sie das mal konkret sehen, ne? Was daraus gemacht werden kann. Aber ein wichtiger Hinweis, wichtig ist bei jedem Hyper-Social-Reading-Projekt, ist, dass man sich klar darüber ist, welche Kombination man warum wählt. Also diese ganzen Kombinationen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, sind ja nur sozusagen wie so Vorschläge dafür, wie man so Modelle entwickeln kann. Ich glaube auch, dass die nicht in der ganzen Reinheit so, ne, dass es die so gibt, aber Sie müssen sich eine Vorstellung darüber machen, was das sein könnte oder was das eigentlich sein soll. Ne, die Frage ist dabei, was für Kompetenzen oder Kompetenzkomplexe man schwerpunktmäßig fördern oder stärken will und welches Textformat am Ende entstehen soll. Das ist jetzt in gewisser Weise eine Banalität, heißt aber einfach, also wenn wir den Blick wechseln müssen von dem Text in der Mitte hin und uns viel mehr interessieren müssen, was ist um den Text herum los, dann sollten Sie eine genaue Vorstellung haben davon, was eigentlich um den Text herum los sein soll. Und dann müssen Sie auch eine genaue Vorstellung haben, davon haben, was die dann damit machen sollen oder was die lernen sollen. Und nur darauf können Sie, ne, oder andersrum, wenn Sie wissen, was die lernen sollen, nur darauf können Sie dann bestimmte Strategien abstimmen. Einfach nur, wir haben Text und jeder darf mal was schreiben, ist, ne, ist zu wenig einfach. Wie gesagt, da werden Sie überrollt von denen, weil das können die besser und schneller und machen das lieber woanders als bei Ihnen im Unterricht. Erst wenn man sich über die Kompetenzentwicklung und die dazugehörige Lese- und Schreibstrategie Gewissheit verschafft, kann das Projekt entsprechend organisiert werden. Wir werden gleich so ein paar so Beispiele hören, was das dann heißt, das zu organisieren. Es gibt solche Checklisten, die man dann durchgehen kann und gucken kann, also wann funktioniert das und wann funktioniert das nicht. Wichtig ist, dass hypersoziale Leseprojekte von guten Moderatoren begleitet werden, die alle Textdynamiken im Blick haben und durchaus regulierend eingreifen. Das ist, wie ja so, weiß man sowieso, alles, was mit Online und Social Media zu tun hat, die wichtigsten Leute werden mittlerweile die Moderatoren in diesen, auch in den Kommentarspalten, die da manchmal abgeschaltet werden, weil die so zugetrasht werden mit Beschimpfungen, ne, und Sexismus und Rassismus und so. Ja. Da müssen dauernd die Moderatoren wie dauernd, ne, also mit denen sprechen und sich zurückmelden, Sachen löschen und so weiter. Und genau sowas braucht man natürlich hier. Wenn man Hyper-Social-Reading-Projekte macht, muss man seine eigene Aufgabe als eine Form des Moderators verstehen, der das dauernd beobachtet, was da passiert und guckt, ob man es wie in bestimmte Bahnen lenken kann oder nicht, ob man es aufhalten muss, ob man es in eine andere Richtung bringt. Dafür ist es natürlich immer gut, wenn man sowas wie, sage ich mal, sowas wie, ne, auch unter den Moderatoren sowas wie Supervision macht, dass man zwischendurch, weil der Text ja dynamisch ist, ne, sich überlegt, ah, okay, das ist jetzt passiert in der ersten Woche, was machen wir jetzt, wie reagieren wir jetzt darauf? Ja, muss man hochdynamisch halten, um eben zu gucken, ob bestimmte Sachen funktionieren oder nicht. Nicht alle Sachen funktionieren automatisch immer. Wichtig ist, und das wäre dann wie jetzt nochmal einen draufgesetzt, jetzt habe ich nur davon gesprochen, dass man wie, also die Sache wie organisieren muss und dass man als Moderator in die Sache eingreifen muss oder sie begleiten muss oder mit Supervision auch unter den Moderatoren sprechen muss. Das ist jetzt aber, wichtig ist auch, dass sich die Konzepte und Organisatoren von hypersozialen Leseprojekten als Meta-Storyteller verstehen. Und Meta-Storyteller heißt jetzt, es geht schon darum, also wie im Ablauf der Zeit, über eine Woche, über ein Wochenende, vielleicht über einen Tag, vielleicht aber auch über mehrere Wochen, also im Unterricht, sagen wir,
das Ganze zu verstehen, als soll eine Geschichte erzählt werden, aber man erzählt diese Geschichte gar nicht selbst, sondern man schafft den Rahmen dafür, dass die Leute das machen. Also Meta-Storyteller ist derjenige, oder Meta-Storyteller sind diejenigen, die Rahmen schaffen, in denen dann erzählt werden kann. Und die eine relativ genaue Vorstellung davon haben müssen, was eigentlich erzählt werden soll. Muss man entwickeln. Man kann es dann freilassen. Man kann sagen, das ist so. Also im Grunde genommen geht es nur um Aktivierung. Die sollen am Ende möglichst viel schreiben und die sollen so schreibkompetent sein. Das ist okay. Nur muss man das eben vorher wissen. Und eigentlich müsste man, wenn man solche Projekte entwickelt, sich das vorher mal aufschreiben. Also, ne, also nicht nur diese Modelle, mal das Modell entwickeln. Man müsste wie so einen Zeitplan machen, wie das Ganze in der Zeit ablaufen soll. Und man müsste sich auch überlegen, was für eine Geschichte wollen wir eigentlich damit erzählen? Und was wollen wir denen eigentlich vermitteln darüber, was jetzt ne, eine bestimmte Kompetenz im Bereich des Lesens oder des Schreibens wäre. Das ist mein Name, das war die Vorgruppe. Ne? Und jetzt kommt Frank Neuhaus. Vielen Dank fürs Zuhören.